Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen und schnellen Video zwischendurch. Heute geht es unter anderem um dieses Messer, das Mora Basic 511. Ja, zu Mora Messern muss ich selbstverständlich nicht mehr viel sagen. Extrem beliebte, extrem taugliche und zugleich auch noch sehr günstige Messer. Gibt es zigtausend Videos von und auch ich bin sehr begeistert. Es hat eine tolle Handlage, eine absolut taugliche Klinge, hier Carbonstahlklinge. Aber natürlich muss die Firma um einen so günstigen Preis, ich glaube dieses Messer hat knappe 10 Euro gekostet, realisieren zu können, irgendwo sparen. Und das ist bei Mora Messern ganz eindeutig die Scheide. Diese Messerscheiden sind zumeist einfach aus günstigem Plastik. Hier so eine offene Gürtelaufnahme, das klappert, wenn man es wieder reinsteckt, ja. Aber wie gesagt, nicht falsch verstehen, natürlich müssen Sie irgendwo sparen und dann lieber bei der Scheide als beim Messer. Dennoch habe ich bemerkt, dass ich das Messer nicht so gerne am Gürtel mit mir herumgetragen habe, wenn ich irgendwie im Wald oder so unterwegs war und damit arbeiten wollte, weil es doch einfach relativ schnell, hier man sieht es, relativ schnell rausrutscht. Fühlte sich für mich einfach nicht sicher an, weswegen ich dachte, da muss ich mir irgendwie eine Sicherung ranbauen. Und die will ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Eine absolut schnelle und Low-Budget-Möglichkeit, das Messer so ein bisschen sicherer zu haben. Und zwar hatte ich noch einen Rest von diesem Flexicord über, von einem anderen Projekt. Das habe ich aus einer alten Funktionsjacke unten einfach rausgeschnitten. Das war eigentlich so, um das Bündchen enger zu ziehen. Und habe mir dann kurz entschlossen, hier ein Loch reingebohrt. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen zu kurz nachgedacht, denn nachdem ich mir diese kleine Schlaufe hier angefertigt habe, musste ich natürlich feststellen, dass mit dem dicken Knoten hinten zum Kontern hier dann relativ wenig Platz bleibt und so die Gürtelaufnahme deutlich behindert wird. Ja, deshalb war das ein bisschen vorschnell, aber die Lösung lag eigentlich so nah. Denn wir haben bei diesen Messerscheiden ganz oft, nicht bei allen Mora-Messern, aber doch bei vielen, diese Sicherung hier hinten. Die ist einerseits dafür da, weil da der Diebstahlschutz angebracht ist, wenn man das Messer im Laden irgendwie kauft. Andererseits ist es dafür gedacht, mehrere Scheiden aneinander zu koppeln. Also dieses Teil kann man bei einer anderen Scheide dann hier an dieser Aufnahme befestigen und trägt dann zwei Messer übereinander am Gürtel sozusagen als Beimesser. Das brauche ich aber nicht. Dementsprechend habe ich mir einfach diese kleine Schlinge hier genommen und kann sie hier recht leicht und gut über dieser Sicherung fixieren. So. Auf der anderen Seite auch nochmal einen Knoten, damit war das hier dann fest und nun habe ich hier eine schöne Sicherung. Das Messer geht weiter wie gewohnt schnell und leicht rein. Für die schnelle Sicherung kann man dann ohne weiteres hier einmal schnell den Gummizug drüber ziehen und wenn man es noch ein bisschen fester und sicherer haben will, kann man mit dieser Federklemme hier das sogar noch enger stellen. Ja, damit bin ich absolut zufrieden. Das sorgt dafür, dass ich das Messer jetzt doch lieber nochmal am Gürtel mit mir herumtrage und mich ein bisschen sicherer damit fühle. Schnelle, einfache, absolute Low-Budget-Lösung, die ich euch hier einfach mal kurz vorstellen wollte. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das vielleicht gefallen. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert vielleicht sogar den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Horrido!